Ja, hallo, Herr Wachtelmeister. Wir haben ein Problem. Unser Motor läuft nicht mehr richtig. Ja, aber da ist ja gar kein richtiger Motor drin. Du kannst ja nicht einfach unser Auto beleidigen. Klar hat der einen richtigen Motor. Der ist gut. Du erzählst Witze. Du arroganter Fatzke. Gleich gibt's einer aufs Maul. So, meine Kinder, und die Moral der Geschichte? Die gibt es nicht. Ein sogenannter konservativer Wurstblinker. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Hasis, und willkommen bei Stressmaxel den Zweiten. Was soll ich groß erzählen? Ich bin wieder unterwegs nach Friedeburg. Wir haben Dienstagmorgen. Ich mache mal eben meine Heizungsgebläser aus und es ist halt nicht ganz so unerträglich, wenn ich hier reinlaber in die Kamera. Also es ist schon ziemlich laut. Ich meine, die Qualität ist sowieso nicht die beste in diesem Auto. Am besten schnacken kann ich tatsächlich in den lautesten Autos wie Abschleppwagen und so. Da kann man mich am besten verstehen. Weiß auch nicht warum. Naja, egal. Heute geht es wieder weiter mit dem Werkstattumbau. Wie wir gestern angefangen haben, habt ihr ja gesehen. Tor reingebastelt mit den Jungs. Hat es hier geschneit oder was? Nee, oder? Doch ein bisschen. Alter, aus Friesland gab es minimal Schnee heute Nacht. Das ist ja interessant. Das ist als Frost. Naja, auch scheißegal, was es ist. Ne? Hauptsache ist nachher wieder weg. Naja, Fakt ist, Tor ist drin, das Neue. Da können wir schon mal mit arbeiten. Ist auch ein bisschen provisorisch teilweise, aber wisst ihr, die besten Provisorien halten für die Ewigkeit. Jetzt geht das weiter im Thema Hebebühne. Hebebühne aufstellen. Das schöne Geschenk, was ich mal von euch bekommen habe, aus Community, von ganz, ganz vielen, von nicht von allen, aber von ganz vielen, aus der internen Community, aus der Community-Gruppe und zusammengewürfelt, überall. Und pass auf, genau das Ding stellen wir heute auf. Das ist der Plan. Und ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich habe schon wieder mit den Stressklaus angetüdelt. Heute Nacht lag ich im Bett. Ich bin nicht auf der Couch eingepennt, um 8 und dann um 3 wieder aufgewacht, um 4 aufgewacht und konnte noch pennen bis 6:30. 7 ungefähr, kann ich sagen. 6:30 bin ich aufgestanden. Naja, auf jeden Fall, ich dann um 4 wieder ins Bett, wie ich eingepennt bin. Familie haben mich alle schlafen lassen auf der Couch, läuft. Hätte noch ein bisschen Arbeit gehabt eigentlich, aber war so. Lag ich im Bett, Alter, und ich hatte den Puls. Ich war total aufgedreht, innerlich, total. Kann an der neuen Werkstatt liegen, kann an der Arbeit liegen, kann am Stress liegen, weiß es nicht. Auf jeden Fall, es ist nicht gesund. Jetzt habe ich erstmal mir selber die Therapie gegeben. Ich trinke nur noch einen Kaffee am Tag. Den trinke ich gleich. Dann gibt es auch kein Energy mehr beim Tag oder irgendwas, sondern höchstens mal eine Sprite oder sowas, auch unbedingt keine Cola. Und dann mal eben so ein bisschen runterkommen. Vielleicht liegt es ja irgendwie daran. Weil das ist ja unglaublich. Heute Nacht dachte ich echt, ich fliege durch die Gegend. Echt? Ich dachte so, vielleicht war ich auch aufgedreht. Wer weiß das schon. Aber irgendwas war. Und jetzt bin ich wieder normal eigentlich. Ne? Ein bisschen aufgedrehter noch, weil ich mich freue und gespannt bin, wie der Tag so läuft. Und der Tag heute sehr stressig wird, weil ich noch ein Auto holen muss und heute Abend mit der Familie noch was machen muss. Deswegen alles zu kombinieren mit der Arbeit ist nicht ganz so einfach, das kennt ihr. Naja, Butter bei der Fische, ich fahre jetzt aber zum Bäcker. Heute breche ich die Regel und gehe ein drittes Mal lieber zum Bäcker und hole mir ein Rührei, mache diesen ganzen Handykram fertig, schreibe den Verkäufer von dem Auto, die heute eine E-Mail, wie seine Adresse ist und dann haben wir eigentlich alles zusammen. Dann haben wir heute irgendwie den Plan, kriegen wir schon hin, meine ich wohl. Müssen wir hinkriegen, aber das geht ja gar nicht. Ich muss kriegen mal einen Volvo tanken, der hat kein Benzin mehr. Gas hat er aber noch. Wird es einfach Gas leeren, dann tanke ich mal jetzt zusammen. Gut, bis später. Ach scheiße, es kommt gleich ein LKW um 9 Uhr. Ich habe gar keine Zeit, mir im Frühstück reinzuzimmern, mein Bäcker. Dann hole ich mir jetzt bei der Score ein fertig gelegtes Brötchen. Ja, bei der Score sind die ein bisschen besser tatsächlich als beim Bäcker. Klingt komisch, ist aber so. auch wenn die ein bisschen teurer sind. Aber egal, ich speichere trotzdem ein paar Mark. Ja, und dann gehe ich mal in die Gurkenhalle und dann mal gucken, wann der LKW kommt. Wir sollen heute eine Tonne kriegen auf Paletten. Also nicht eine Mülltonne, sondern eine Tonne voll Kram. Und Werkzeug und Werkbänke und sowas. Von der Firma Güde. Ja, es ist ein neuer Partner, ist Güde. Passt ganz gut zu uns, glaube ich, weil die auch viel Low-Budget-Kram machen und sowas. Ne? Das ist ziemlich cool. Unser Schweißgerät ist nämlich auch von Güde, das kleine, was wir haben. Und das war echt nicht teuer. Ne? Ich habe das fast, glaube ich, nagelneu knapp 300 Euro bezahlt. 280 Euro irgendwas. Und damit habe ich schon wie viele Aussagen gebraten? 100.000, weißt du? Also deswegen haben wir uns entschieden, da ich einen Kollegen habe, der heißt Tesma, der hat einen Online-Shop, der heißt Tool Hero.
Und hier über ihn konnten wir das anwerkeln, dass wir mit Güte was tüdeln. Das sind wir Toolhero Güte-Tüdel-Typen. Läuft, aber müsste da nicht laufen. Schauen wir mal. So, ich habe mein Brötchen. Übrigens sind alle, die bei mir einen Gurkenshop bestellt haben oder schon seit 8 Tagen, glaube ich, jetzt auf ein Paket warten mit den Kalendern. Ja, es gibt für immer Verzögerungen. Ich habe hier immer ewige Probleme. Ist ja nicht so, dass ich der pünktlichste Typ überhaupt bin. Es kommt auf jeden Fall. Wahrscheinlich habt ihr es schon, wenn dieses Video online ist, weil wenn man so unter 3-4 Tage Zeitblase. Aber das Problem ist, ich habe keine Kartons mehr gehabt. Ich habe die Kartons bestellt und ich kriege es halt nur auf eBay. Das sind so Spezialdinger, so aus Pappe. Die kannst du halt so als Spezialversandleute nehmen, weißt du? Und hier, wenn die genau passen mit diesen Kalendern, dann passt das mit diesem komischen Ringelding nicht. Ich habe ein paar ausprobiert und nur die passen. Und die habe ich in eBay geordert und die ist schon 3 Tage her. Die müssten eigentlich heute Nachmittag ankommen. Das heißt, vielleicht kann ich die am Sonntag fertig machen und Montag rausschicken. Wahrscheinlich so ungefähr drehe ich das dann. Dann habt ihr den ganzen Kram, denke ich mal, am Mittwoch. Könnte sein, dass ihr es noch mitbekommen. Bin gespannt. Wer erster ist jetzt? Das Video oder ich? Nur eben dazu. Also Gurkenshop und so, alles super. Alles, was keine Kalender sind, kann ich meist auch vorher rausschicken. Das geht noch. Ne? Das mache ich. Also, nee, ich schicke alles Montag raus. Macht keinen Sinn. Oh, jetzt nicht mit der Werkstatt arbeiten, noch einen Schrank fertig tüdeln. Du weißt, wie das ist. Aber es läuft. Also, bisher bin ich ganz zufrieden. Hier, 2 Croissants. 1,99 das Stück, also 4 Euro beide. Naja, schlapper nicht, aber billiger als ein Rührei. Ist dasselbe Budget fast. Und gerade aus dem Ofen. Ich kam da rein, da hat sie gerade die Dinger aus dem Ofen gekommen. Die will ich haben, habe ich gesagt. Perfekte Standheizung. Ja klar, frisch heiß, geiler geht's doch gar nicht. Gleich eingesagt. So, gut, würde ich mal sagen, die nächsten letzten 3 Meter fahren wir zur Gurkenhalle. Ich fresse gleich meine Croissants, mach mir noch einen Kaffee und dann hier beginnt der Tag. Bin ich ja gespannt, wie wir was zu schaffen. Wir müssen nachher noch ein Auto holen. Wir müssen natürlich auch alles unter einen Tisch kriegen. Ne? Und ich wollte ja auch so einen TÜV Nachprüfung machen. Hauptprüfung mache ich nächste Woche erst für den ganzen Autos. Ja, weil wie gesagt, ich habe eine Prüfstelle, mit der ich fest zusammenarbeite. Da fahre ich immer zur Hauptprüfung meistens hin und die ist in Wilhelmshaven. Und da müssen wir halt die Zeit für haben. Das ist das Ding daran. Und da musst du halt immer hier was tüdeln. Ja, ich bin immer beständig. Da war ich schon vor Ewigkeiten bei diesem Prüfer oder halt bei der Organisation. Auch wo ich in Wilhelmshaven meinen Laden noch hatte. Und irgendwie bin ich da denen geblieben. Was auch nicht. Obwohl es eigentlich einen Friedeburger TÜV gibt, der auch in Ordnung ist. Und tatsächlich, ich denke mal sogar, ich werde hier, ja, nach wie vor den Omega mache ich hier bei der Dekra, schätze ich. Glaube ich, kann man machen. Ist ja egal, wo ich hinfahre. Ich mache viel bei der Dekra tatsächlich. Kommt mal auf an, wie die Zeit gerade so ist. Aber meistens bin ich in Wilhelmshaven. Und nehme die Gordon-Tour halt immer. Die wollen wir mal jeden Mittwoch machen. Dann passt das. Ach ja. Das ist immer alles Organisation. Das ist eine Sache, die ich eigentlich überhaupt nicht kann. Deswegen habe ich auch immer so einen Stress, weil ich mir mal sozusagen selber am Weg rumstehe. Alle anderen machen entspannt, sagen, komm nächste Woche und keine Ahnung was. Und ich komme, ja, heute, mache es irgendwie, geht klar. Und dann Abschlafwagen runter nach Bockhorn und Karre holen. Läuft. So, ist der LKW schon da vielleicht? Lass ich aber mal im Laufen. Wir sind jetzt gleich bei uns an der Gurkenhalle. Rechts vor links übrigens, in dem man lang fährt. Wir kommen gerne mal bei Autos von 18 von rechts geschossen. Haben wir schon mal erlebt. Live im Video. Kommen wir mal. Das ist nicht unserer, das ist Angiokart. Nach Medizintechnik. Hier? Nee, ist kein LKW. Oh, der Container steht auf dem Hof. Vor der Halle. Guck mal, der neue Container. Kriegen wir einen neuen Container? Das war Luren. Ja! Ja klar kriegen wir einen neuen Container, oder? Gucken wir? Nee, kriegen wir nicht. Hä? Neuer Container steht hier. Aber der alte steht drin, da ist kein LKW da. Läuft. Das wäre cool gewesen mit neuen Container, weil der alles ist nämlich voll. Ey, da steht ein Paket vor der Gurkenhalle, ein großes. Oha! Amazon-Paket, da habe ich da was in den Kommentaren gelesen heute. Stimmt, heute Morgen habe ich, war ich ein bisschen Kommentare am Luren. Heute Abend gehe ich baden, glaube ich, wegen Stress. Ein Anti-Stress-Bad. Läuft bei mir. Aber da steht ein großes Paket vor der Gurkenhalle. Alter, was ist das? Was ist das? Amazon hat das bestellt. Ich habe einen Namen im Kopf, aber wir gucken, was es ist. Gucken wir. Geschenkkarte. Das ist Geschenkkarte drin. Na gut, dann packen wir so ein Video ein, wa? Hat er abstellen lassen, sagt er. Interessant. Scheint. Spiegelgewicht drin zu sein. Haben wir noch was gekriegt? Nee, sonst nichts.
Gut, bin ich mit rein. Wir gucken nachher mal. Erstmal das PC anmachen, E-Mails alle checken. Mache mittlerweile übrigens fast alles von hier. Weil mittlerweile bin ich der Meinung, das ist Arbeit. Ich soll noch auf der Arbeit machen. So, naja, bis gleich. Gordon wird auch gleich kommen. 9:30 kommt Didi. Den kennt ihr nicht, aber der wird auch nicht ins Video, aber er kommt halt, ist ein Kumpel von mir. Deswegen wahrscheinlich werdet ihr auch nicht sehen. Und Dominik kommt gleich wieder. Ne? Die Jungs helfen mir auch, aber danke an euch. Ne? Weil ist doch nicht selbstverständlich. Dann bauen wir die Bühne auf. Ich muss sagen, der LKW ist da. Pass mal auf. Ich habe gerade Licht gesehen. Ja, das sind noch Seitenbegrenzungsleuchten. Gucken wir mal eben, warte. Ich fahre gerade auf dem Port übrigens. Ich wundere, dass wir ein bisschen. Wow! Das ist 7,5 Tonner. Das wäre natürlich übertrieben für den Kram, den wir da im Tüdeln sind. Hey, ich mach mal auf. Den Kollegen, der kann gleich hinten was vorfahren. Dann packen wir gleich alles mal hinten rein. Junge, 5 Paletten. 5. Ist Gordon schon da? Nee, natürlich noch nicht. Ich hab doch gerade im Ufer gehört, bin ich blöd? Auf dem Pott war? Nee, ach so, der ist 8 Minuten vor. Ja, der Mann ist pünktlich. Scheiße, jetzt stehe ich mit dem LKW alleine hier. Ich brauche Gordon. Gordon! 5 Paletten, hat er gesagt, gerade zu mir. 5! Alter, ich kipp um. Da kann er nur wild werden. Überhaupt kein Licht in der Bude, ist immer im Dunkeln hier durchtüdeln. Aber da ist er doch. Gordon, komm, Alter, 5 Paletten. Gordon! Der Kram ist da. Hoffentlich geht das Tor jetzt auf. So, jetzt gehe ich mal eben zur Nachbarimmobilie, die auch Harry gehört. Weil da steht nämlich der Gabelstapler. Und hol die mal erstmal her. Also, er hat schon einen Hubwagen am Start und packt gerade diesen ganzen Kram da schon raus. Junge, wie geil, Alter. Der guckt ihn nachher auch doof. Ohne Scheiß jetzt, da kann man nur doof gucken. Unglaublich geil. Wirklich. Ich bin richtig gespannt. Das macht richtig was her. Was hier Tool Hero und Güte und so sind, schreibe ich euch natürlich in der Videobeschreibung rein. Dann müssen wir erstmal alles verdauen hier und erstmal alles verarbeiten. Weil das ist ganz schön das Getüdel hier, was jetzt kommt auf uns zu. Auch das Aufbauen und das neue Schweißgerät bei, da ist doch so viel Kram bei. Aber wir haben bald wirklich 2 komplette Werkstätten. Also komplett. Eigentlich sogar 3. Wenn man die Werkstatt, die keine Bühne hat, mitzählt, die eigentlich auch ausgestattet ist mit dem Werkzeugwagen und so. Wahrscheinlich werde ich damit die eine Werkstatt, die ich nur nutze, mal upgraden. Denke, dass ich so ein bisschen mehr Werkzeug kriege. So, ich gehe mal hin spazieren. Wir müssen ein bisschen mal die Straße runterlaufen jetzt. Na, auf geht's! Because of freedom und so. Palettentüdeln. Das ist so ein Kneif-mich-Moment, ne? Da kann man gar nicht glauben. Kneif dich! Nee, lass mal stecken! Kneif mal woanders! Da kann man echt nicht glauben, ne? Also ohne Scheiß jetzt. Guck dir das an, Alter. Da steht nur eine Palette. Ja, ja. Das ist ja nicht nur das. Da hier. Ja, hier ist der Oberkrasser. Guck mal, hier ist ein Kompressor drauf. Ja. Sogar ein Flüssigkompressor mit 2 Kolben. Dann haben wir hier noch ein Schweißgerät. Haben wir noch so Gerödel, warte mal. Obergeil. Hier ist eine Presse. Wollten wir immer mal haben. Haben wir nie gekauft, wird zu geizig war. Hm? Ja, ja, klar. Ah, die Ecken, die finden wir dafür noch. Kompressor würde ich gerne so legen, dass wir auch einen Schlauch in die Halle rauslegen können, dass wir so eine Kabel, so eine Trommel haben, dass die so raus, die Trommel. Die kennst du doch von uns da drüben auch, dass man die Reifen im Museum immer auffüllen kann, wenn die Reifen wieder platt gehen. Mhm. Reifen platt stehen können wir ja gut hier. Alter Gott, das ist viel zu edel für uns. Guck dir das mal an hier. Nagelneue Hebebühne in der Mitte. Ne? Dann hier ist nagelneue Werkbänke. Das sind alles Werkbänke hier eingepackt. Also für mich ist das nicht so edel. Ah, er wieder. Geil. Das ist ja ein edler Schrauber. Ja, ist doch so. Aber das geht nicht durchs Tor durch, von der Höhe her, das hier. Da müssen wir auspacken, da müssen wir die obersten runternehmen. Das müssen wir mal aufstellen. Oh, guck mal, da ist eine Schlauchschrammel. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Das ist ja jetzt kein Beinbruch. Jo, jetzt kommt hier noch, oh, Schweißhelm. Alter, will aber, Alter, haben wir das auch bestellt, das Batteriegerät? Ich glaube ja, ne? Alter, mit Starthilfefunktion. Alter, so geil. Ich kipp um, Mann. Ich hab da nie mehr. Hier, das Gerät haben wir auch dabei gehabt, dieses hier, ne? Was ist das? 24 Volt. Das Ladeding. War das dabei?
Wir haben das so gekriegt. Ich bin mir so sicher. Oh, wird immer geiler. Hier drauf. Hä? Hier drauf. Den Föhn. Ach so. Ja, komm, dann leg mal los. Bohrmaschine. Hätten wir die gestern schon. Was ist das? Der setzt einen Standard. Aber Schweißrad ist wichtig. Jetzt Korn voll am Ende. Ja, ist gut. Hier, Werkzeugschrank nagelneuer. Aber geil, Alter. Da ist auch ein Ölschrank bei. So einer, diese Normen erfüllen soll. Ist der oder der andere? Alter Gordon, das ist der vierte, wenn wir morgen auspacken, hier die Werkbänke ausstellen. Ich schwöre dir Weihnachten. Das ist Weihnachten. Voll am Ende. Haben wir hier. Das war schwer, aber gut. Müssen wir den Schrank runterholen da hier. Das ist so. So kacke aus, weil. Boah. Ich falle um, Alter. Echt. Ich falle um. Aber ich damit überhaupt arbeiten kann, weil das so neu ist, das kenne ich ja gar nicht. Ich kenne nur so verfallenen Scheiß. Bei mir immer. Krass. Das wird immer wilder. Das gucken wir uns morgen im Video genauer an, wenn wir das aufbauen. Jörg will auch helfen. Das ist schon ganz gut beim Aufbauen. Allein der Werkzeugwagen, Alter, Blackline. Bin gespannt, wie das so ist vom Werkzeug her. Wollen wir den nicht irgendwie jetzt mal mit einem Gabelstapler reinfahren, den ganzen Kram? Heute ist ja noch Plan, die Hebebühne aufzubauen. Ich weiß, das fällt schwer, ne? Ich merke das schon. Nö. Also wir müssen. Oha. Alter, der hat richtig Gewicht. Papp mal die Gabelstapler hinter, genau hier hinter, würde ich sagen. Dann schieben wir ihn auf den Gabelstapler drauf. Der Umweltschrank, den können wir mit der Hand da reinschieben. Den hier, der ist jetzt aber nicht so schwer, Gordon. Lass uns den Schrank hier reinschieben. Den hier, ja. Mit der Hand. Ja. Und dann fahre die Palette weg und dann fahre ich den da genau hinter, diesen hier. Dann passt das. Ach so. Ja. Also müssen wir uns ein bisschen ranhalten, die Jungs kommen gleich. Und Bühne aufbauen wird heute eine zeitliche Katastrophe. Ich muss ja noch ein Auto abholen. Er freut sich, ne? Ja. Schwer, ne? Über den Preis meckern, wie für so ein 380-Volt-Kabel. Alter, du hast gerade eine ganze Werkstatt geschenkt. Das ist mir heute Morgen so beim auf Toilette. Alter, der hat gestern tatsächlich wegen so einem scheiß Kabel rumgelegen. Oh, das kostet aber, ich weiß nicht, in der Länge? 200 Euro? Ja, ist teuer. Schätze ich mal, ne? Aber dann dachte ich mir so, Alter. Der Gierlampen! Da ist ein ganzer LKW unterwegs! Blau, der Gierlampen! So scheiß Kabel ein! Du kennst mich. Bei mir ist immer erst, weißt du, bei mir ist es immer erst, wenn das da ist. Weißt du? Weißt du, wie oft ich in meinem Leben schon erzählt bekommen habe, ich krieg das und das und hab's nie bekommen? Ich auch, das kenne ich auch. Nee, deswegen. Aber sag mal so jetzt, ich bin ja auch nicht leichtgläubig oder so. Ja, nein, das sind seriöse Firmen, die dahinter hängen. Aber sowas habe ich schon, ne? Ja, es ist, Alter, das wird obergeil. Wenn das Ding hinterher steht, dann kann man glatt glauben, wir haben eine richtige Werkstatt. So. Das kennt man gar nicht. Dieses ganze Flickschusterei-Kramzeug ist vorbei eigentlich. Ne? Dann guck dir das mal an, Alter. Ohne Scheiß jetzt, guck dir das an. Das ist oberkrass. Also, vor allem die Menge ist auch krass, ne? Wir können da echt eine 7-Meter-Werkbank rausbauen hier für die ganze Wand, Alter. Ich schwöre das. Das ist alles dabei. Und das ist tatsächlich weniger Ikea, als ich dachte. Ich dachte erst, dass man jeden Schrank einzeln zusammenschrauben muss. Aber die größten Schränke sind alle schon zusammengebaut. Krass, ne? Das explodiert gleich vor Freude. Ja, mir auch. Voll überfordert. Ja, echt. Ich auch. Wie, weißt du noch, wo du so 5, 6 warst und Weihnachten? Ja, das ist das, ne? Den ganzen Tag voll auf... Weißt du? Alter, guck mal alleine hier, wie wild der schon ist. Wenn ich so überlege, mein Werkzeugwagen, den ich selber habe, ne? Also der ist schon 40 Jahre alt oder so. Daran sieht man, wie lange sowas auch hält. Ne? 75 Kilo. So. Ja, den kriegen wir nicht. Den kriegen wir vielleicht mal da gehoben, aber wir können den Dings nehmen. Hier, wichtig ist für dich das hier. Aber. Was ist das? Was steht da? Wir haben noch genug Leute, die hier rumtüdeln. Das ist das Wichtigste. Und hier? Ja, auch wichtig. 17 cm musst du über den Plan. Das haben wir schon mal einen Anfang. Das Einzige, was doof ist, wenn du Hebebühnen kaufst, ist, die Dübel sind nie dabei. Und die kosten Schweinegeld. Ja. Aber egal, die fahren wir dann mal zum Findler, schon einen Baumarkt, der liegen hat irgendwo. Die kosten genau so viel wie der Versand von dem Ding. Ja, kannst du rechnen. Ich glaube, ein Honi bist dabei für die Dübel. Ja. Ne? Du hast so einen Bohrer, sagst du, ne? Bohrer? Eine Bohrmaschine habe ich, ja. Ist noch besser. Ja, das eine... Ohne das andere nichts. Ja, genau. Doppelgemauer hält besser.
Ich habe so viel Bohrer, ich habe auch Wandbohrer zu Hause, aber ich glaube, die sind schon dick. So, Leute. Ja, muss mal gucken, können wir ein bisschen ausnudeln, das Loch, Nofer. Das geht ja auch. Müssen erstmal nur die Löcher da reinkriegen. Ja, ja, das ist klar, aber die müssen auch stramm sitzen, die Löcher. Ja. Die Eier ist dann. Vielleicht verlängern wir die Bühne sogar nochmal, machen nochmal so zwei mit dem Schweißgerät nochmal so eine Verlängerung heran. Ja. Bis hier, dass wir die so richtig so auf lang fahren können. Hat mein Vater aber sich so gemacht, weil ich glaube, in der Bodenplatte ist ein Fahrrad. Dann bin ich noch überlegen, das ist später erst. Erstmal so die Bühne aufstellen. Also egal, was ich jetzt gerade überlege, das sind alle Sachen, da steht die Bühne schon. Das ist schon lange fertig. Sehr interessant. Auf jeden Fall, ne? Ich verstehe nicht, wie das gebohrt ist. Mit dem Bohrer halt noch und ja, so. Ja, wie dick, Max, das müssen wir noch wissen. Das steht auch bei den Dübeln wahrscheinlich dran, Dübelmaß. Dübelmaß passt, dann hast du auch Lochmaß. Ja, dann sag mir mal, wo das ist. Vielleicht findest du es ja. Nee, ich bin. Ich finde es auch nicht. Ich bin mal der Typ, der die Anleitung hier steht. Das Fundamentplan, aber man sagt mir nicht viel. Ah. Da ist mal die Plattendecke. Mhm. Ja. Und da hast du schon die Maße. Stimmt. Die Platte ist auch immer dick genug. Weil hier standen früher hier von. Hier war früher für meine. Du brauchst Fundamentbreite brauchst du von 400 mm. Also das ist unwichtig. So. Fundament Länge ist auch klar. Auch unwichtig. Bodenstärke brauchst du mindestens 200 auch mm. Auch unwichtig. So. Es gibt ein Loch. Da steht da nicht viel. Ist das ein Loch? Ja, das ist die Dübelmaße. Das ist Betongüte, erzähl mir nichts. Das ist nicht du, Alter. Dann probiert's. Nein, das meine ich gar nicht. Was haben wir, Anfertigung? Siehst du? Animierung. Animieren. Oh. Und empfehlenswert. An Ober- und Unterfunden. Dübel, 8 mm. Kratz. Ist das hier 12 mm? Nee, das ist Übel, nee, das ist wieder was anderes. Es steht nicht, bohren Sie bitte ein 36er Loch oder was weiß ich, 20er Loch oder irgendeine ja, Scheiße. 8. Oder sehe ich das falsch? Querschnitt 8, Durchmesser 8. Ja, das ist aber nicht dieses. 12er Loch. Guck mal, was das für Löcher sind. Da kommt noch keine 8er Schrauben rein in diese Löcher. Ja, geil! Kann man machen. Nee, steht hier auch nicht drin. Ja, ich fahre mal eben jetzt gleich mal so einen Baumarkt und die Baumarkttypen werden mir schon erzählen, wie das muss. Also du brauchst auf jeden Fall mindestens genau, 17 cm. Weil das haben wir bei der letzten Bühne nämlich auch so gemacht. Da haben wir den Baumarkttypen auch gefragt und er hat uns dann die teuersten Dübel, die er hatte, verkauft. Ne? Mit Unterschrift dann dich am Ende noch drauf, damit er noch ein Prozent gekriegt. Und hat alles funktioniert. So, jetzt geht's hier los. Ich gehe Dübel kaufen. Das wird Gordon, das muss werden. Haben wir die Bühne nachher stehen, haben wir mal gewonnen. Ich hab da wenig Bedenken. Ich auch. Dann fahre ich jetzt eben nach Wilken, guck mal, ob ich das kriegen kann da. Ich nicht glaube, schon haben die es nicht liegen. Und dann hier. Das ist doch ein Witz. Ja, das ist echt ein Witz. Mach ein kleines Mini-Blechchen drauf, fertig. Dann TÜV sagt, ist kaputt. Komm, Arschlecken. So, bis gleich. Weil die will ja aus dem TÜV fahren, Herr Omega. Den will ich mal das Wochenende verkaufen. Das Wochenende soll er nämlich jetzt verkaufen. Hab ich gedacht, dass ich kann eine Nachprüfung noch machen mit dem Auto. Weil die anderen waren dann so vorgeprüft, halt der blaue. Das heißt, er hat da keinen Einmonat Zeit. Und dieser Omega, wirst du ganz viele Leute, die so ein Auto haben wollen. Ganz, ganz viele. Deswegen, ich hier Teile holen. Jeder hat so eine Aufgabe. Didi fährt jetzt los. Didi kennt ihr nicht, wie gesagt. Der fährt jetzt los, holt einen Bohrer an der Bohrmaschine. So teilen wir uns alle irgendwie auf. Irgendwie, und dann kriegen wir es irgendwie hin. Das Problem ist, was keiner weiß. Ich habe da halt sehr wenig Zeit. 15 immer noch einen Vectra B holen. Und meine Frau, die hat auch um meine Aufmerksamkeit gebeten. Das heißt, ich muss ein bisschen gucken, dass ich heute so diesen hier Spagat mache zwischen Familie und hier und Arbeit. Das ist gar nicht mal so easy. Ich wette mit euch, das läuft so, wie es immer mit mir läuft. Ich fahre jetzt zum Baumarkt, okay? Hier in Friedeburg. Die werden das nicht liegen haben, die Dübel, die ich brauche, die Fischerdübel, die großen. Dann werde ich wahrscheinlich wieder weiterfahren. Wahrscheinlich nach Jever zum Hagebaumarkt. Wahrscheinlich, wenn die es auch nicht haben, dann fahre ich zum Hornbach. Frag danach und irgendwann so gegen Nachmittag komme ich dann irgendwann an mit irgendwelchen Dübeln, die irgendwo bei irgendwo in der Schrauberhalle in der letzten Ecke gelegen haben und 30 Mal zugestaubt sind oder sowas in der Art. Oder ich kriege die jetzt einfach direkt und freue mich und fahre weiter. Aber das ist so ein Standardkram, weißt du. Aber wenn du sowas brauchst, ist doch meistens nicht da. Man kennt ihn. Okay, ich muss korrigieren. Unser Baumarkt im Dorf ist super. Ja, ich habe jetzt 10 Dübel gekriegt. 10, die gleichen sogar, die ich brauche. Dann meint ihr halt 100%ig, habe ich bezahlt 50 € für.
Ne, ein paar Prozente kriege ich dann natürlich auch. Naja, jetzt fahre ich aber nochmal zum nächsten Baumarkt, der gehört auch zur selben Gruppe. Und wir hoffen, die beiden, aber die haben nicht genau die da, aber wir haben sie ähnliche da, sagt er. Deswegen sollen wir rüberfahren. Jetzt fahren wir nach Wiesmoor, der ist nämlich Held. Auch Trauco-Gruppe. Und die sollen eventuell das Wort ähnliches Lager haben, was ich daneben kann. Schwerlastdübel. Dann haben wir auf jeden Fall alles, was wir brauchen. Das ist schon mal ganz cool. Da können wir mit arbeiten. Würde ich mal ganz spontan so behaupten. Ja, haben sie leider ein bisschen. Nicht gedacht. Aber leider nur 10, wie gesagt. 15 wäre natürlich geiler gewesen. Weil hätten sie auch 3 über, aber wir nur 12 brauchen. Aha. Ja, jetzt einen Dübel habe ich auch bekommen. Das heißt, es passt. Jetzt muss ich nur noch gucken. Fanan kommt nachher auch noch, um zu helfen, sagt er, irgendwie Nemetas oder was weiß ich was. Also ich denke, wir werden genug Leute sein, den ganzen Kram zu wuppen, ne? Dass die Bühne nachher drin ist. Wir sind in der Gurkenhalle. Ich habe jetzt noch ein bisschen Schlauch mitgenommen. Kostete 15 Euro, habe ich gedacht. Passt ganz gut. Das ist dafür da, damit wir so ein bisschen einen Schlauch rauslegen können. Ins Museum noch vielleicht für den Kompressor, damit wir auch den Reifen aufpumpen können. Das sieht schon mal geschweißt aus. Perfekt, dann kann der nachher zum TÜV. So. Dann geht's weiter im Programm. Da weitert die Arbeit. War nicht mal so einfach alles. Jetzt wollen wir die Löcher. Wir haben so einen kleinen Mini-Boschhammer, haben wir nur so ganz, ganz kleinen, niedlichen. Und hier, dann müssen wir die Löcher da irgendwie rein zum Boschhammern. Das ist für den Arsch. Jetzt gehe ich mal in den Gabelstapler wegbringen und frage gleichzeitig mal die Polen, ob die vielleicht einen Boschhammer haben, großen. Weil die machen ja große Bauaktionen. Vielleicht kann ich mal von denen was auslachen, dass wir unser Loch schneller fummeln können. Also, die haben auch keine große Bohrmaschine für uns. Für den Arsch. Komplett. Was willst du machen? Den muss man eben aus meiner Versicherung einen Haken schicken. Den brauchen sie. Gehakt. Na, geht nicht. Schade. Ach, verdammt, Gerödel, Leute. Naja, gut. Keinen Bohrhammer, keinen großen. Sonst müssen wir den kleinen einfach weiter abquälen. Müssen wir 12 Löcher machen. Wir sind jetzt bei einem Loch und da haben wir schon 5 Minuten für gebraucht. Also Löcherbohren macht Spaß. Ja, Harrys Bohrhammer macht das. Der Bohrhammer! Weiter, noch. Ja, ich sehe davon hier oben. Bisschen tiefer macht sowieso ein bisschen noch. Der ist besser. Mit Harry seiner Bohrmaschine, da geht's wie Butter. Jetzt nehmen wir mal eben einen von den alten, ranzigen Kackstaubsaugern, die wir noch haben. Und nicht den guten Wapp mit dem neuen Kopf oder den hier oder diesen neuen Kercher. Wollen wir nicht übertreiben, dann können wir erstmal den für den Staub nehmen. Ich hoffe, die ganzen Lieferte, die guten Geräte jetzt versauen. Wissen, was ich meine. So, da fahre ich dann eben TÜV mit dem hier. Kommen wir in meine Liste oder mein TÜV-Bericht, damit der fertig ist. Weil ich will den fertig haben. So, ein kleiner Tapetenwechsel. Ich fahre jetzt gerade mit dem TÜV zu Dekra. Da bin ich gespannt, was der Typ sagt. Wird lustig, kann ich mir vorstellen. Na ja, gut, ich bin ja außer Dienst. Ja, seit 10 Jahren. AD. Dann kommt dann die Provider, aber die Jacke ist noch gut. Ne? Nee, die Jacke ist einfach alte Logo. Die mit dem neuen Logo habe ich. Achso, das ist gut. Da wird jeder wissen, dass die 20 Jahre alt ist. Ja, ich glaube, das weiß ich doch selber. Ja, bei dem zum Beispiel hier ist jetzt hier Omega, da hat er eine neue Lenkung gekriegt, neue Lenkstange. Und jetzt fährt auch kein Lenkungsspiel mehr drin. Jetzt fährt er wieder richtig sehr direkt. Das war wirklich ein Arsch. Haben wir nicht gesehen tatsächlich. Und er hat eine einzelne Schweißarbeit gehabt. Also müsste jetzt eigentlich so durch den TÜV gehen, das Ding. Oder durch den Dekra gehen. Je nachdem jetzt. Oder durch den Küss, kommt noch auf irgendwas zu Sinn. In dem Fall jetzt Dekra, weil wir wollen natürlich auf möglichst schneller Basis wieder zurück in die Gurkenhalle. Weil ich muss ja noch ein Auto holen und wir haben die Bühne noch am Start da. Richtig, aber Alter, eine richtige Arbeit, ne? Die Bühne ist aber, die ist nachher fertig, wenn du wieder kommst. Die Bühne ist schnell fertig. Das ist schnell fertig, ja. Dann ist
Das läuft ja auch alles. Das ist alles gar kein Problem. Ja. Aber das einzige Problem, dass die jetzt noch, dass die verkantet da unten so ein bisschen, weil die Löcher kommen alle so schief. Das muss man drauf achten. Ja, ja. Ja, gute Frau nicht. Und Gordon hat die nämlich direkt als Anschlag gebaut schon. Ja. Nee, und wenn der jetzt ein bisschen weiter rüberkommt, dann müsste er mir die Löcher noch ausarbeiten. Ja, aber kann auch sein, dass gut geht. Also die andere haben wir auf jeden Fall genauso auf. Die andere ist ja was baugleich. Ja, ja. Interessant ist aber, dass diese Weberbühne kostet 2000 Euro, wenn du die neu kaufst. Ne? Und wenn ich jetzt so gucke, so vom Aufbau her und von der Konstruktion her, genau wie die Wolfbühne, die Harry für 1,1 dann noch gekauft hat. Und da hat auch Elektrokasten dran gefehlt. Also, obwohl, gut, ist allgemein alles teurer geworden, ne? Wollte ich gleich. Nein, doch, stimmt. Ja, ja. Überleg's jetzt, ne? Aber ist das nicht eine geile Karre, der hier? Ich finde ihn voll gut. Der Auto ist gut. Der fährt total geil, ne? Aber irgendwie so richtig Platz ist hier auch nicht drin. So. Die Sitze sind für mich ziemlich schmal. Ja, ich finde, also, ja, aber so ist nicht schlecht. Hinten sitzen ist geiler. Hinten hast du richtig Platz. Ja, gut, ich meine, das ist schon auch. Ja gut, hat er jetzt hier 150 PS, glaube ich, dieser hier. Oder 136 PS, bin ich ganz sicher. Willst du denn heute mit leisten? Das reicht aber auch aus für den hier noch. Ne? Aber es ist nicht schnell, aber es reicht aus. Und was braucht der jetzt aktuell? Ich habe einen Vorausrechner hier noch drin, was kann wieder funktionieren. Jetzt ist mal eben den Träger rausgefunden. 10,8. Ja, 10 Liter. Ja. Na ja gut, das ist Kurzstrecke jetzt. Ne? Ja, wir haben ja nur Kai laufen lassen und sowas. Also ich schätze mal, den fährst du, wenn du ganz normal fährst, mit 9 oder so oder 8. Oder wenn du halt ein bisschen ballerst, fährst du mit 12. Das ist eine Sache des Fahrers, ne? Wie du Kiste halt reitest. Aber egal. So, auf geht's zum Dekrabbern. Ja, mal sehen, da haben wir ja der Zeit. Ja, müsste eigentlich. Also offen hat der jetzt gerade aufgemacht. Jetzt geht eine Minute erst. Ja. Wir haben 13 Uhr, ne? Nicht die Sommerzeit noch. Gut, TÜV ohne Mängel. Kann man nicht meckern. Also, das kann man so durch. Geiler geht's doch gar nicht. Der Omega ist durchgeomegert. So, ich habe noch irgendwo ein paar schöne Verkaufsschilder von Michi gehabt. Ich habe die schon wieder irgendwo hingelegt. Ich glaube, hier oben waren die drin. Hier sind Flyer drin. Und, oh, Visitenkarten. Die brauche ich auch mal wieder. Alle leer. Alle, ja. Mal hören. Auch nie weg. Scheiße, wo habe ich den hingepackt? Egal, ich nehme mal so einen Sagenhaft-Flyer oder sowas, so einen alten. Hauptsache, wir haben Verkaufsschilder. Hänge ich mir immer rein. Vielleicht finde ich ja noch einen spontan einen, der hier vor Ort sagt, oh geil, ich will Omega haben. Wäre gut, wenn er ein Dorf läuft. Und der Wagen ist echt ganz gut. Ich glaube nicht, dass er wiederkommt. Wir sind zurück in der Gurkenbaustelle. Mal gucken, wie es so aussieht hier. Ja, die Bühne mit Spannmänner steht schon. Läuft. Ja, Jens ist auch noch vorbeigekommen. Der hat momentan auch ein bisschen das. Der hat das schon ein paar Mal gemacht. Das passt. Jetzt gehe ich mal eben schnell zum Currywurstladen um die Ecke und hole noch mal eben zwei Currywürste. Weil ein paar haben um Hunger geklagt. Ich. Gordon, mein Vater. Wer sonst? Man kennt ihn. Naja, so ungefähr läuft das hier. Und dann hier ist wahrscheinlich sogar heute schon der erste Lauf von der Bühne, weil die auf 230 Volt läuft. Die können wir so ganz normal anschließen. Mit Stecker und Einzug und Zack, ganz easy. Also ich dachte, ich sehe nicht richtig. Weil die andere läuft auf Starkstrom, die ist 230 Volt. Das ist eine Pumpe, eine Hydraulikpumpe. Ich bin gespannt, wie das so läuft, die Weberbühne. Im Vergleich zu der Wolfbühne. Weil die Wolfbühne ist schon ganz schön im Arsch, auf jeden Fall, die wir haben. Also das heißt, im Arsch, die war schon. Von der Aufmachung her ist die Wolf, die alte Bühne, die wir haben, schlechter als die neue. Finde ich. Wird so ein bisschen so vom Aufbau her und von der Qualität her. Aber eigentlich ist die auch nicht schlecht. Also ich bin echt gespannt. Eins der Nachteile ist natürlich, die Hauptwerkstatt, wo ich arbeiten werde, wird die alte Bühne sein. Weil Gordon kriegt ja das gute neue Werkzeug. Weil der Mann verdient uns das Geld, ne? Ich bin jetzt ehrlich der Typ, der die Gurken wieder zusammenpflegt. Aber ich krieg, glaube ich, mein altes Leben zurück. Mein altes Gurkenleben. Weißt du, wo ich wieder Gurken flicke und machen kann und wie ich Bock habe und so, ne? Das wird cool. Ich freue mich schon richtig drauf. Mal gucken, wie es alles so kombiniert mit dem Autohandel und so. Also der Plan an sich steht. Ob ich es durchziehen kann und hinbekomme, ist die andere Frage. Ich bin ja halt der Fahrer auch. Ne? Das heißt, ich fahre ja auch zum TÜV, ich fahre ja auch noch alles andere. Geil wäre natürlich jetzt, muss man immer, Gordon muss mal Lappen haben demnächst. Dann kann Gordon ja auch mal, ich sag mal, ein Auto aus dem TÜV hinfahren. Dann habe ich gar nichts damit zu tun. Dann geht das wie von selber, weißt du? Automatik, Gurkenautomatik. Das war auch lustig. Und ich bin auf die Werkstatt gespannt, wie die aufgebaut ist. Das kann nur geil werden. So, eben euer Video eingerichtet.
damit ihr auch hier heute was gucken könnt. Das reicht für die Tante, wenn ein Imbiss hat, 10 Minuten brauche ich, bis es fertig ist. Ja, perfekt. So, das ist fertig. Dann ist jetzt gleich die Bühne drin. Verkabeln müssen wir gleich noch. Und noch ein Stecker. Stecker für die Steckdose für die Bühne. Das sollten wir auch noch mal basteln. Aber sonst ist es eigentlich funktionabel, ne? Würde ich mal so spontan behaupten. Müsste gehen. Ich bin richtig gespannt. Wenn die Bühne gleich blüht, ist schon die halbe Miete. Dann müssen wir nur noch gucken, dass wir den anderen Kram voneinander kriegen. Das ist der Kram mit dem hier, mit den Werkbänken und sowas. Und dann haben wir eine Werkstatt, Alter. Ich schwöre euch, hier haben wir eine Werkstatt. Einfach so. Hat mich gerade mein Vater noch mal eben nach Bockhorn gefahren. Sind wir gerade mitten im Wohngebiet. Ich sitze gerade schon wieder in einem Auto. Wir haben schon wieder ein bisschen Abwechslung hier reingebracht. Die Jungs sind jetzt noch am Schrauben da. Ich komme nicht mehr nach Hause, weil meine Frau hat mir gesagt, jetzt komm mal nach Hause. Es geht nicht. Bis Wochenende schon weg. Ich habe jetzt heute frei. Lass uns mal irgendwas machen. Jetzt sind die Jungs noch am Bühne fertig machen. Morgen früh machen wir den Aufbau von den ganzen Möbeln in der Werkstatt. Ja, und ich habe noch eben schon ein Auto gekauft, was ich erzählt hatte. Ein Opel Vectra B tatsächlich. Ein Vectra B, ich glaube ein 1,6er. Ich bin nicht ganz sicher. Können auch 1,8er sein, weil Automatik hat, glaube ich, die Großmotoren gehabt. Bin mir nicht ganz so sicher. Aber ist halt so. Das Auto zeichnet zwei Sachen aus. Es ist tatsächlich ein bisschen rostig. Nicht mega. So ein paar Stellen mag da wohl auch durch sein. Und die Historie ist gut. Das Auto selber hat 108.000 gelaufen. Stammt aus erster Familienhand. Das Auto hat damals mal die Oma gefahren, die Mutter, und dann hat es irgendwie der Sohn gefahren und dann hat es der Enkel ein bisschen gefahren. Da hatte der Enkel aber keinen Bock mehr auf die Karre, weil ist ja ziemlich langweilig, so ein Opel Vectra. Muss ich das Gebläse mal anmachen hier. So, ist ein ziemlich langweiliges Auto, so ein alter Vectra. Und da stand er halt nur noch 500 Kilometer im Jahr, ist er nur noch gefahren, stand auch doof in der Ecke rum. Und irgendwann habe ich den Wagen dann aus dem Freundeskreis von mir vermittelt bekommen. Max, guck mal, das wäre aber für dich. Hat Rost, hat auch noch TÜV, ein halbes Jahr dann noch TÜV. Und hier ist eine Automatik, eine richtige Rentnerkiste. Soll einen Fehler haben mit einem Kurbelwellensensor, wenn er richtig warm ist auf längere Strecke. Soll er manchmal mal ein bisschen ruckeln, oder mal ausgehen, das hat er manchmal. Aber sonst soll der Wagen technisch nichts haben, außer Rost. Rost haben sie alle. Ja, das ist wie es gerade drin tatsächlich in dieser Kiste. Eben dazu mal hin. Hier so, okay. Jetzt auf eine Höhe eingestellt. Opel Vectra B Automatik. Hier, guck, mit Sportknopf und so. Richtig oldschool. Aber gute Ausstattung. Klimaautomatik am Start hat er. Wurzelholz hat er am Start. Also Wurzelplastikholz. Sieht man. Ne? Also ist gar nicht mal so leer. Nebelscheinwerfer. Für eine Rentnerkiste überdurchschnittlich gut ausgepackt. Hier, Bordcomputer ohne Pixelfehler. Auch selten Verbrauchs. Oh, 8,2. Geht ja eigentlich. Ne? Radio ist original. Alles was geht. Wilde Karre. Ja, ich finde in Ordnung. Der ist schön. Ja, und der ist ja so jetzt für unseren Autohandel. Wir müssen natürlich aber das Auto erstmal in Stand setzen. Wir werden natürlich jetzt den Kurbelwellensensorschaden, Klaus, kostet 10 Euro so ein Ding. Das ist fair reingeschraubt. Den werden wir beseitigen. Ich weiß gar nicht, was hier drin steht. Ob es ein 1,6er, 16 oder 8V war. Ich glaube, die hatten nur 16V, die Dinger. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, was noch? Sonst tatsächlich kann ich meckern. Das fährt sich echt. Also der fährt sich wie 108.000 Kilometer. Original. Lenkradfernbedienung muss auch funktionieren jetzt. Ja, Originalradio. Hier seht ihr. Geht noch alles. Cool. Das ist auch drin, das originale Radio. Hat sogar Original-Radio-Code dabei. Checkheft habe ich dabei. Serviceheft, ne? Aber naja, gepflegt ist er nicht. Weil hier der Wagen, der ist halt hier. Der Nachbar, der ist Meister gewesen bei einer Opel-Werkstatt. Und die haben den da immer machen lassen, einmal im Jahr komplett. Dementsprechend ist der halt hier da außen vor. Cool. Also Automatik finde ich lustig bei dem Auto. Kein hängender Dachhimmel, keine hängenden Türpappen. Ne, aber Rost hat er halt rum. Und ein richtiges Rentner-Silber. Mehr Rentner-Silber als der hier hat, geht gar nicht. Aber ganz cool. Gut, dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns später wieder, wenn wir das Finale von der Werkstatt machen. Morgen, weil ich fahre morgen früh nämlich mit Jörg, mit meinem Schwiegervater, zur Gurkenhalle und dann flicken wir den Rest zusammen. Das ist der Plan. Aber es ist eine wilde Karre, ey. Der Kurbelwellensensor ist ja ein Arsch bei dem hier. Das heißt, auch wenn er warm ist, fängt er an zu spacken. Das hat er mir auch gesagt. Hier ist gerade eine Kreuze, Brückmotor geht aus. Ich denke, oh, manchmal spuckt er auch so ein bisschen ab, Mann. Dass er halt nicht weiß, wann er zünden soll. Es ist nur eine Lampe an, deswegen.
Aber weiß ich alle, hat er mir jetzt erzählt. War in der Werkstatt gewesen mit einer Diagnose, was das sein soll, was das ist und so. Haben die alle schon abgesprochen. Und naja, so ungefähr lief das. Er war allgemein sehr verbutzt, so dutzte der Kunde. Weil ich kam da an. Ich sag, ja, ich sag hier, Auflassung stimmt. Ja, sorry für dem Auto kannte ich ja. Nehme ich, fertig. So lief's ungefähr. Ja, nehme ich. Wie keine Probefahrt, nichts? Nee, nehme ich, sag ich. Ist in Ordnung. Der guckt mich nur an wie ein Fahrrad. So, wir haben jetzt einen Tag später als gestern. Sachen gibt's, ne? Ein Tag später als gestern ist krass, ne? Ich sitze in meiner Rentnerkiste, Opel Vectra B, Verkaufsauto, Rossklaus, Tage Video sehen. Wenn wir mal wieder so ein bisschen was schrauben. Weil jetzt beginnt natürlich das Geschäft von vorne, auch wenn die hier neue Halle fertig ist. Da müssen wir natürlich Verkaufsautos machen. Aber jetzt haben wir die Projektbühne. Dann haben wir eine Projektbühne. Geil, ne? Naja, pass mal auf. Ist das Jens? Dann grüße ich mal ganz lieb. Nee, ist nicht Jens. Okay. hat den gleichen Bus gesehen? Auf Jens sein Bus. Seine Frau beim Bäcker? Meine Frau? Da! Da ist ein geradeausler. Die Routine. Genau. Heute ist aber der Fakt, wir müssen uns heute mal ein bisschen umorientieren und tüdeln. Es geht heute los, dass wir die neue Werkstatt aufbauen. Möbel aufbauen, Regale hinstellen, Werkzeug sortieren. Ja, dafür haben wir Hilfe von meinem Schwiegervater Jörg, der hilft mit. Übrigens, das Video habe ich gestern plötzlich beendet, ich weiß, aber ich habe gesehen, das war schon 40 Minuten lang. Ich denke, Alter, kannst du jetzt nicht noch einen raushacken, dass wir noch einen ganzen Tag lang Werkzeug am selben Video hin und her tüdeln. Das wird zu viel. Also mein Plan ist eigentlich, dass wir die Werkstatt heute gebrauchen können. Heute soweit fertig haben. Die Bühne funktioniert. Ich habe ein Video davon geschickt gekriegt, weil ich musste plötzlich mir panisch nach Hause, weil meine Frau hatte einen hier, wir müssen einkaufen gehen, Notfall. Man kennt ihn, ne? Anna, weißt du, was ich meine? Egal. Wir sehen uns gleich, wenn ich Jörg hier dabei habe und dann eiern wir rüber nach Friedeburg. So, wir sind angekommen. Jörg ist auch dabei. Gordon kommt auch gleich. Gordon rüdelt heute auch mit. Gordon ist schon da, das ist eine KTM. Ohne Gordon kann die KTM ja nicht hier sein. Nee. Das ist ein bisschen komisch. Yeah. Ist das schon hinten oder was? Oder soll ich noch einen Kaffee machen? Mal gucken. Jetzt habt ihr einen exklusiven ersten Blick auf die neue Werkstatt. Das Nebel, siehst du das? Da war Gordon drin. Die waren, sonst hat ja Nebel. Yeah. Guckst du hier? Ich war gestern auch nicht mehr hier. Ich musste ja fluchtartig nach Hause fahren. Was ist los? Ah, er hier. Oh. 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 Das geht ja. Und den Riegel selber muss man mit der Hand entriegeln. Ii. Da muss man mal die Bühne rumlaufen immer, oder was? Das ist die andere ein bisschen cooler, ne? Das ist nicht schön. Das andere ist ja auch nachträglich angebaut. Na, du hast recht. Ja. Aber sonst? Ich finde das auch cool. Mich stört schön, die Böni, ne? So, Holger ist auch da. Holger, den wir heute noch weiter am Tresenraum machen. Ich habe noch von Thilo hier so ein Fanpaket. Ich habe gerade den Peugeot rausgezogen, weil ich war ganz woanders. Ich habe immer Tablette in Kaschplätzen genommen. Was gesoffen. Peugeot ist weg, der silberne. Wurde gerade abgeholt. Sind sehr zufrieden, die Kunden. Wissen es bisher, mal gucken, wie es die nächsten Tage so ist. Aber ich denke mal, wie es hier läuft. Das hat Thilo für Gordon geschickt. Hanna darf! Na, hier! Er steht in der Ecke und hört hier eigentlich zu! Ich kam gerade an. Hier, Gordon, Hepper für dich. Komm mal aus. Das könnte, mich hat gestern der Thilo angerufen mit den Fanpaketen. Weißt du das noch? Junger Mann. Nee, mein Knie tut mir weh auch. Was denkst du? Und da ist mir hier, da hat er mir schon mal gespoilert, das für dich hat er gesagt. Oh Jan. Den Rest darf ich nicht sagen heute. Weißt Bescheid? Wenn noch Zeit war hier, so muss ich hier rumlaufen. ja, du mich auch. Dein blöder Chef, ne? Ey, danke, Alter. Oh, danke. Boah, geil, Alter. Läuft. Oh. Hanna, was machst du denn da? Hanna arbeitet mit uns. Aber geile Werkbänke, ne?
Kannst du sagen, was du willst. Nur 7 Meter sind das nicht. Nee, wir kommen auf 3 Meter. 3 Meter? Okay. Wenn man weit rechnet. Ja, 3 Meter plus 3 Schränke. Ein Schrank ist 1 Meter. Achso. Dann haben wir 6 Meter. Achso. Wolltest du auch einen Schrank hier hin? Ja, ein Eckschrank vielleicht. Aber so, ja. Okay. Voll die Scheiße. Die Werkbänke eigentlich, die beiden hier so hin, wenn es geht. Mhm. Erst diese und diese da hinten da. Und da ein Schrank oder so. Und dann, weiß nicht. Einer wird mir sowieso sogar schon rein. Was soll ich mit den ganzen Schränken? Ja, du sagst es! Du musst 2 Schränke haben. Pass auf, du brauchst einen Werkzeugschrank und einen Umweltschrank. Ach so. Ach ja. Ja. Der andere Schrank, der geht mit zu mir, den wir über haben. Können wir die da hin? Ja, genau. Ins Licht, meinst du? Ja. Naja, vielleicht. Obwohl, ne? Ja, doch, irgendwo müssen die ja hin. Die müssen da irgendwo hin. Ich habe überlegt, dass wir den Kompressor mal. Ja. Dass wir den da in die Ecke stellen. Ja, warum nicht? Guck, haben wir schon zusammengebaut. Das ist ja ein geiles Ding, Alter. Haben wir schon zusammengebaut. Junge! Geil, ne? Guck mal hier. Mit digital? Junge, digital. Alter Spiel. Nicht ohne Berg, digital. Ich hab übrigens noch hier gestern, wo ich einkaufen war, noch einen Schlauch gekauft. Lang hier, Luftschlauch. Dieses Ding will ich. Ja, da ist das Wasserding. Ja, da haben wir es gefunden. Wasserabscheider, ja. Oh, Alter, ich das überfordert mich. Dieses Ding hier will nicht nach unten. Das musst du so lassen. Weil wenn du das nämlich jetzt anfasst, dann brichst du ab. Ich habe bei allen Kompressor auch schon mal gehabt, das Problem. Krass. Oh, Werkstattkran. Junge, es wird immer wilder. Und eine Presse ist da auch da. Ich stelle mir schon mal hier vor die Werkzeuge. Cool, dass der rollbar ist hier, ne? Ja, dann kannst du auch unten reinfahren. Ja, klar, dann kannst du raus, wenn du den brauchst, so als Schrank und sowas. Moment mal. Da die Schränke vielleicht besser damit hin? Und dann hier die Presse vielleicht hin. Ja, die Presse macht mehr Sinn. Weil das nur Leute. Schränke würde ich sagen, vielleicht beim Tor hin, ja. Richtung Tor. Weil du das gerade mit dem Licht meintest. Ja. Obwohl, beim Tor ist das Problem, Alter. Ja. Denk dran, dass das Dach da vorne undicht ist, so ein bisschen. Das heißt, wir dürfen nicht ganz an die Wand ran, höchstens bis so. Weil hier ist ein bisschen getropft. Weißt du, was wir letztes Mal? Kein Problem. Nicht, dass wir die neuen Schränke versauen. Das ist ja in Ordnung. Ja, das kriegen wir hin. Und denn da, weil das Dach denken wir sowieso nicht. Durch die Presse scheint das ja durch, weil du meinst, mit dem Licht, das ist ein Allgemeiner. Ja, ja. Deshalb. Guck, die Presse müssen wir ausstellen. Wir müssen, das Schweißer ist ja mobil, zum Beispiel. Wir hätten sowieso auch gestern noch am Meckern gewesen. Wegen den Lampen. Das musst du, das geht nicht. Wieso? Die sind scheiße. Da müssen LEDs rein. Das ist doch voll kackdunkel hier. Das ist scheiße. Dann machen wir nochmal. Guck mal hier und guck mal da. Ja, das war ein Gegensatz zu vorher. Das hier ist. Das ist meckern auf hohem Niveau, wie gesagt. Ist echt so. Ja, das liegt halt daran, weil das eine alte Halle von Sagenhaft hier ist, weißt du? Und das ist halt, das war halt vor Sagenhaft von meiner Werkstatt hier drin. Die haben das mal gehabt. Ach so. Hier war ja Anhängerbau, Gerz war hier drin. Hier drin, ja. Komplett, die ganze Halle war Gerz früher. Ach so. Und deswegen haben wir auch diese dicke Bodenplatte und deswegen dürfen wir auch eine Werkstatt hier drin haben, wegen Vornutzung. Weil du darfst in der Lagerhalle keine Werkstatt aufmachen. Mhm. Macht voll Sinn. Ist logisch. Ja, du musst das umschreiben. Ja, genau. Deswegen. Und das Ding hier lief halt schon. Haben wir 2 von den Dingern, Motorkran? Nee, es ist eines für Presse. Das zusammen. Das Box 1 von 2. Ach so, okay. Ne, das ist Box 1. Da, guck mal, da Box 1 von 2. Alter, den ersten Motorumbau machen wir mit dem Astra hier in der Bude. Bin gespannt. Fährt die Bühne ganz hoch? Ja. Perfekt. Also der Motor ging gestern ganz hoch. Und wenn die Haube auf ist, nicht? Nein, ja, aber haben wir nicht probiert. Das ist immer interessant. Da kann man gerne mal vergessen. Nee. Ich habe das in der Lehre, habe ich das auch gehabt, deswegen. Okay, dann vergiss das nicht. Ich habe nicht ein Auto, auch weil ich dann mal so rumgelaufen bin, ich habe nicht ein Auto. Dafür habe ich die Halle abgefangen. Okay. Das stimmt, also, das ist eine andere Geschichte. Okay, ne? Aber Motor haben wir nicht gekommen. Hanna zieht schon in die Kiste ein. Wohnt schon hier. Hanna ist wie eine Kiste, wie eine Katze. Ja. Katzen wohnen auch mal in Kisten. Bei einer war der Umweltschrank. Ich glaube, das hier waren Werkstattschränke. Und der hier war wegen Öl auffangen und sowas. Genau, den müssen wir auf jeden Fall haben. Der hat ja auch ein blau und schwarzes Schloss. Guck. Hast du noch ein Werkbankstück für mich übernehmen? Hast du nicht, ne? Für drüben? Nee, wir haben ja nur die 3 Meter. Okay, dann müssen wir 1 Meter hier hin. Was ist das da noch? Ah, die Kabine. Für das ist die Kabine, ja. Ach, das ist ja auch noch da. Ja, wir müssen vielleicht ein bisschen Das ist aber eigentlich doof. Aber, ich würde ja gerne den Waschtisch auch stehen haben, tatsächlich. Der macht ja am meisten Sinn, wo es hell ist. Bei uns in der Ecke, wo der jetzt steht, ist scheiße. Stimmt. Der muss hier auch her. Weil hier ist der bessere Boden für sowas. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall irgendeine Sache auslagern von den Sachen.
Wie war das auslagern? Ja, halt woanders hinstellen. Was? Den Kran müssen wir ja nicht immer hier drin stehen haben. Den können wir irgendwo in der Ecke parken. Nicht. Den brauchen wir ja nicht jeden Tag. Die Presse braucht einen festen Platz. Ja. Ne? Wollen wir nicht überreden? Plasmaschneider und alles kommt da sowieso hier auf die große Werkbank. Das ist ja sozusagen, das ist ja der Arbeitstisch. Ja, für die Metallarbeiten, die kannst du super hier machen, oder nicht? Das muss er selber lassen. Er gibt's ja. Ich weiß nicht. Einer wird sowieso Ablage. Ist immer so. Ja. Ablagemäßig passt aber, ne? Also jetzt mit hier so lagermäßig, ja. Wenn wir oben nochmal bei den Regalen den Scheiß, wenn man Sachen hinpacken kann, das geht. Deswegen. Also guck mal, wenn jetzt das. Junge. Da. Presse, Waschtisch. Der Kompressor, Alter, der ist sowieso unglaublich geil. Der ist noch nicht mal laut. Ist da Öl drauf? Haben wir mal geguckt? Das weiß ich nicht. Sollen wir mal gucken, bevor wir den Betrieb setzen, dass wir mal schauen, ob da Öl drauf ist. Ey, der hat sogar vier Kolben Kompressor ist das. Guck mal, man könnte den Kompressor zum Beispiel, oder man macht da hinten den Waschtisch und hier die Presse. Wir können natürlich auch den Kompressor, hier, pass auf, jetzt komme ich. Nee, da bin ich für. Achso, warte mal. Nein. Ja. Den Kompressor lagern wir aus. In genau die Ecke da, wo das Fahrrad steht. Und da, ich hab noch Luftschlauch geholt, hab ich gerade erzählt. Dann legen wir den Luftschlauch raus und nehmen die Schlauchtrommel hängen, die in der Ecke, hast du eine Schlauchtrommel da hängen. Ja, und hast mit dem Kompressor nicht viel zu tun, weil der hier steht. Das ist vielleicht noch besser. Ist das? Ne, das ist auf jeden Fall besser. Ja, da hast du den Kran nicht am Ohr und hier in der Museumshalle, an so einem Museumstag läuft der eh nicht. Ja. Wir haben das vor uns auch gemacht, den Kompressor raus. Ja, ist am besten. Was haben wir? Das ist das Ding. Wusstest du, dass wenn der Kompressor keine Räder hat, dass der dann alle 2 Jahre vom TÜV gewartet werden muss? Echt? Alter, das ist ein Ding. Ich musste bei uns in der Firma die Räder überall anbauen. Also Räder anbauen. Echt jetzt? Also, ja. Verrückt. Ist das ein Ding oder was? Das ist Deutschland. Aber der Kompressor, Alter, guck dir den mal an, ist das nicht ein Hammer? Ich habe noch nie in meinem Leben so einen geilen Kompressor besessen. Vor allem haben wir den auch einfacher in der Werkstatt da. Genau. Und dann können wir auch unsere Luft da legen. Weil ich möchte ja unbedingt Luft da haben, dass wir die Autos aufpumpen können und sowas. Warme Luft. Mit Milch. Mit Milch? Der Holger ist auch gerade schon am Rödel drüben. Ne? Der hat noch einen ganzen Schrank mitgebracht und so weit. Haben wir gerade noch alles rausgeräumt. Ja. Das heißt aber eben das Auto. Dann können ja auch die Presse da schön hin. Dann kann die Presse da auch hin. Genau. Guck mal, das wäre doch geil. Ja. Die Presse braucht man sowieso nicht so mega oft. Mhm. Und wie ist das für euch jetzt so vom Arbeitsaufwand her? Jetzt mal so von meinem Firma Güte jetzt mal so als hier als Partner sieht und dass solche Sachen holt. Normal. Das geht, ne? Das ist also schnell gemacht, ne? Ist alles gut. Also passt doch alles gut so, tak, ne? Ja, und schön ziehen. Schön nach unten drücken jetzt. Nach unten, genau. Jetzt muss ich auf die andere Seite. Küppel ich ihn hoch, warte. So, perfekt. So, das hier. Das sind zwei normale Werkzeugschränke. Da wandert einer von der meiner Werkstatt drüben. Du hast ein Achtungsschild. Und einer, ja, hab ich gemerkt. Und einer bleibt halt hier. Und das hier ist ein Umweltschrank. Der wiegt ein bisschen mehr. Da sind so Wannen drin. Da darf man nämlich legal Öl drin lagern. Nach deutscher, keine Ahnung, weil es gibt ja auch so Ölfässer, die haben mehr als 4 Liter. Weißt du, alles, was mehr als 5 Liter sogar, alles, was mehr als 5 Liter hat. Das muss tatsächlich in so einem Spezialschrank drin sein. Das ist so ein Schrank. Genau, Hanna, hast du recht. Das sind diese Wannen, ne? Da packst du die rein, die Dinger. Und dann kannst du die so rausziehen, wenn du überhaupt. Da hast du mal diese Ölkanister drin stehen. So ist das halt so laut Berufsgenossenschaft, Brandschutz, Umweltklaus-Geschichten, wo man Öl anlagert. Hier könnten wir noch ein Achtungsschild reinhängen. Achtung, Öl. Ja. Achtung, Öl. Achtung, öliger Inhalt. Cool. Achtung Öl, könnte anfangen zu brennen. Achtung Öl, könnte ölig sein. Also ich finde, wir können das so lassen. Das ist doch fast schon, das passt zu uns. Wie sieht das denn aus? Ich habe mal einmal drin, hängt da drin, ne? Dann gucken wir uns mal das Herzstück an, ne? Den Werkzeugwagen. Da bin ich richtig gespannt drauf, aber Werkstattwagen. Das ist ja so ein... Was da so fertig war, da ist noch Werkzeug alles drin. Ich glaube, die merken nicht. Geh doch. Ich glaube, die merken, dass es schief ist. Die merken, dass es schief ist. Deswegen machen die es gerade auseinander wieder.
Hanna sagt mir, die merken gar nicht, dass es schief ist. Ich sage, ist ja nicht so schlimm, gehört doch dazu. Wir merken schon, dass das schief ist. Nein! Komm mal bitte, halt mal nicht, dass ich das auf die Burger oder auf den Finger sauber. Ja, komm. Wetten, der ist abgeschlossen. Locker ist der abgeschlossen. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Ja, der ist rausgefallen. Nein, das ist gut. Den hat Gordon in der Tasche. Da, wo Key draufsteht. Komm, in Key immer. Das ist das Interessanteste von allen. Von diesen ganzen... Hier ist er. Ja. Also das Werkzeug interessiert mich jetzt mal wirklich, was da drin ist. Oh. Oh. Hallo. Das ist erstmal noch zu, bitte. Oh. Geil, hier kommen wir zum Ansetzen hinten sogar drauf. Ja, man kann richtig hammergeil arbeiten, Alter. Oh. Nächster bitte. Oh, oh. Hammerwerkzeug. Hammer. Oh. Mein Herz. Ja. Ja, die Zehner fehlt doch immer. Da liegt die. Oh, Alter, ich würde schon halben Orgasmus. Die Zehner fehlt doch. Oh. Hier diese ganzen Vierzahndinger sogar. Alles. Alter, die brauchst du ganz oft bei hier, bei Peugeot und sowas. Ja, ja, ja. Die haben wir gar nicht. Nee. Perfekt. Ja, was so, boah. Oh, hier ist noch ein Werkzeug. Hier ist mal ein Imbussatz. Ja, genau. Jetzt. Satz für Elektro-Klaus. Ja, für unser Werkzeug halt so. Noch ein bisschen, ja. Und noch mehr ein bisschen. Oha, da sind die Reifen drin. Das werden die Rollen sein. Boah, der ist aber echt, der ist echt ordentlich, ne? Das ist übrigens gute Blackline. Das sieht gar nicht mal so gurkig aus. Ich finde, das sieht hammergeil aus. So ein Schwarz. Das ist geil. Das finde ich. Das Design ist der Hammer. Wir können aber noch die ganzen Werkzeuge da drin auspacken. Nee, das ist erstmal drin. Das bleibt alles schön drin. Das machen wir jetzt, wenn wir arbeiten müssen. Softschaum drin. Das ist ja geil. Heute noch gar nichts rausgepackt. Das ganze alte Gurkenwerkzeug, was wir haben, wenn wir noch brauchen, kann man unten reinschmeißen. Perfekt. Ja. Das wird erstmal noch. Also Ölfilter, Schlüssel und so eine Tüdel halt, ne? Die Rollen können auch was ab. Guck mal, die sind auch nicht schlecht. Das sind Schwellersrollen. Gelagert, guck mal. Ja. Der fährt dir von selber hinterher. Geil. Gordon, ich schraub bei der Werkbank schon mal eine Lose. Ja. Also, Lose? Ja, einen Bolt. Meinst du nicht, dass wir den so reinkriegen? Wollen wir es wieder versuchen? Ja, klar. Sonst hätte ich einen Bolt zu rausgenommen. Nein. Das geht. Dann kannst du ein bisschen mehr. Ja, das kriegen wir so. Aber auch die Werkbänke, der Hammer. Ich bin richtig beeindruckt. Ohne Scheiß jetzt. Ich muss dann mal ein bisschen hier Pappe rausschleppen, weil landet es hier eng im Raum. So, das machen wir ein neues Auto für den Kompressor fertig, weil ich habe mir gedacht, der Kompressor sitzt bei der Sitzecke am besten hinten. Dann kann man, ist halt nicht so laut. Obwohl es ein Flüsterkompressor ist, der ist allgemein nicht so laut. Wo war der Kompressor da hin? Da hinten, ganz hinten links in die Ecke, der Fernseher. Das ist die welterste Werkstatt, wo der Kompressor hinter dem Fernseher steht. Was? Das hast du auch nicht jeden Tag. Aber wir haben einen super Platz dafür. Aber hundertprozentig, weil dann steht er überhaupt nicht im Weg. Und wo können die Presse die Quelle für die Presse und so was benutzen? Nur ich habe die immer so vollgemüllt, die Ecke. So mit einem DDR-Fahrrad, ein alter Plattenspieler, Propangas, paar Wannen. Der muss hier hin. Junge, ist der leise. Warte mal, die Blues Brothers leiser machen. Der ist echt leise. Alter, lauf weiter. Komm ich hier in die Ecke? Leider habe ich das durchgelegt. Das heißt, wir haben drüben gleich Luft. Hab mich raten, Holger, du hast keine Kabeltrommel gefunden. Gut geraten. Komm, wir gucken zusammen. Wir finden schon eine. Da hinten kommt die neue Schlauchtrommel hin. Die ist auch für die Ewigkeit befestigt. Warum? Habe ich ganz schlechter kontern können in dem Ding. Mit Blechschrauben hält das nicht. Besser so. Dann kommen wir gleich den Schlauch, den ich hier oben durchgelegt habe. Kommt hier raus von dem Kompressor auf der anderen Seite, wie hier. Können wir den schön anschließen an dem hier, an der Schlauchtrommel haben wir auch schon einen Druckluft hier drin. Also geiler geht das nicht. Und dann haben wir einen zweiten Schlauch, der führt dann in die Halle rein hier komplett. Da kann man damit die Luft immer auffüllen. Bis dann machen wir so ein Ding, so eine Rolle für da hinten. Das ist perfekt. Druckluft am Start. Guck mal, das ist immer noch nur, der ist immer noch nicht richtig drin. Ja, das ist glaube ich der Boden, das ist nicht der Schrank. Das ist der Boden, der ist hier nicht ganz gerade. Nee, 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 ist er nicht. Wenn du genau guckst, siehst du, er geht immer weiter auseinander oben. Siehst du das? Da musst du was unterlegen unterm Schrank auf der Seite, in eine Bierdeckel oder so, dann geht das. Das ist nicht, der Schrank ist nicht schuld. 100%. Das ist der Boden. 100%. Der Boden ist krumm und schief, Alter. Ich kann nicht weiter weg. Warte, ich muss. Weil ich bin fett.
Kenn ich irgendwo her den Spruch. So passt das, oder nicht? Hier zusammenschweißen. Es wird sich einrichten. Was wird sich einarbeiten? Irgendwann kommt mal ein Erdbeben oder was? Dann ist der Boden wieder gerade. Der Boden ist echt ziemlich schief. Den haben sie mit der Hand mal hier reingemalt. Ja, ja. Hast du beim Bühnenaufbau gesehen? So sieht man es erstmal gar nicht. Aber klar, ist ja logisch. Wir haben ja kein Mastband oder keine Wasserwaage. Boah, geil. Guck mal, das ist eine 4-Tonnen-Bühne, die auch 4 Tonnen hebt. Läuft. Das ist bei der anderen Bühne nicht unbedingt so. Das wäre scheiße. Das stimmt, ein Aufbauproblem geworden. So, wollen wir den Batterieladeklaus Klausel mal auspacken hier? Guck mal, wie der so ist. Bin ich sehr gespannt. Batterielader digital. Das heißt nicht digital. Aber nicht digital. Da ist schon wieder Arbeit bei. Das sind Sicherungen, Fuse. Ja, das 10 Sicherungen, perfekt. Das ist schon mal gut, weil ich kann mit der Wette nicht fetzen, hier mal durch. Au. Ah. Hast du mal cool. Griff den schon mal rein. Dann wird er geschraubt und dann ist das gegrifft. Ist das griffig? Ist das richtig so mit dem Griff? Ja, hoffentlich. Kann auch andersrum müssen. Das sieht schon mal ganz wild aus, das Teil. Ne? Guck mal, kannst du auf 24 Volt da umstecken, alles. Der kann alles. Hier eine Starthilfefunktion. Hat der auch, ja, ja. Ja, und eine Batterie hat er ja auch. Das ist eine Powerbank, ist das, ne? Ja. Die ist ein bisschen größer als unsere Powerbank. Das sind extrem. Ne? Das ist Powerbank sein Großvater. So, nee, der große Basteltag geht weiter. Scheiße, fängt schon gut an. Holger hat Scharniere gebunkert bei mir im Büro hinten. Und ich bei mir sind sie verschwunden. Komplett. Was? Der Holger hat Scharniere bei mir im Büro gebunkert und die sind verschwunden. Scharniere? Mhm. Wofür? Ja, hier für den neuen Tresen. Auf den Tresenumbau. Lange Büro auf dem Schreibtisch. Hast du den? Hast du auch nicht, ne? Ich auch nicht mehr, aber ich kann wetten, ich bin schuld. Habe ich heute schon gesagt. Ich glaube, ich habe die Scheiße verschlammt. Ich suche einen ganzen Karton mit Zubehör von denen. Ja, währenddessen haben ich gerade das Schweißgerät hier angebaut. Schon mal. Ist noch nicht so ganz. Nur noch das hier fehlt. Ja, ist noch nicht ganz fertig, ne? Aber das sind die letzten Handgriffe jetzt. Und dann haben wir schon mal ein Schweißgerät. Wir müssen auch Schutzgas haben für das Schweißgerät und dann haben wir ein Schutzgas-Schweißgerät. Perfekt. So, gerade im Akkugeräte sortieren. So langsam wir. Guck mal, der Motorkran ist so Motorkran geworden. Die Presse ist so Presse geworden. Sieht pressig aus. Krass. Voll geil. Ich mache halt die ganzen kleinen Geräte alle noch raus hier. Weißt du, diese Akkuschrauber, Drehungsschlüssel, dass wir alles einsortieren können. Da müssen wir her noch. Wir machen übrigens heute bis spät abends, machen wir noch ein bisschen Sortiererei. Wir sortieren noch so ein bisschen alles durch. Von welcher Werkstatt wohin, was wohin. Damit wir am Montag wieder arbeiten können. So ist der Plan. Nein, das sage ich nicht. Das ist, was wir da haben. Was du gerade gesagt. Genau so einer, wie ich eigentlich haben wollte und wo du mit dem anderen ankamst. Ach komm! Hier, guck mal hier. Jetzt Alter, das ist im Aufladen. Ja, jetzt kommst du. Was ist das denn? Ja. Aber guck mal, der von mir, der hat Flammen, der hängt da doch. Ja, ja, und die Flammen. Alter, das ist genau so einer, wie ich haben wollte. Der ist gut. Den kostet, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht von der Firma, aber andere Firmen sind die Dinger richtig teuer. Hört mal her, das ist richtig teuer. Ich find ihn gierig. Gib mir Solar sogar, der lädt sich wieder auf beim Schweißen. Geil, das ist auch clever. Ja, yeah, wenn du dann schweißen bist, hast du das Licht auch immer. Gib mir an, geht's aber auch, ne, mit dem Delay. Hat der andere auch. Komm, mit seinem Edelwerkzeug hier. Ist das geil. Da trau ich mich gar nicht auszupacken, zu machen hier. Ah, der ist schon ja, gierig. Was noch geil ist, hier oben eine Lichtdimmung. Lichtdimmung? Nee, Licht. Ach, das Licht? Guck. Oh, Infrarot. Geil, das Schwarzlicht. Ja. So. Vorteil Nummer 2, es ist tatsächlich jetzt von der Sandstreukabine die fehlenden Teile aufgetaucht. Die haben wir doch gehabt, die haben wir nur verlegt. Eigentlich? Hm? Anna ist währenddessen schon mit der Handschuhe am Start. So, hier kommt der. Hier wild, das Ding, echt komm mal, wild. Komm mal. Ich denke, dass der hier, der ist zu. Warum? Ich weiß nicht, warum wir zwei sind. Ja. Und der ist offen, dann irgendwann kommt der hier so rauf. Oh, das Ding schon umgeschmissen. Super, ich komme an, hau jetzt mal alles auf den Kopf. Was von mir? Ist das
schon ja. Sand drin? Nee, Sand fehlt. Sand muss man noch holen. Normaler Sand? Nee, das ist Spezialsand gibt es dafür. Der ist ein bisschen schärfer. Mit dem kannst du besser Sachen. Man machst du so Sachen, die verrostet sind und so sauber. Oder wo der Lack ab muss. Das ist das Ding. Das kannst du schon mal. Anderweitig kannst du ja auch schon mal die Sandkörner, ein bisschen Sand, und dann schärfst du die einfach ein bisschen an mit der Feile. Jeden Sandkorn so ein bisschen. Zack, zack, zack. Und dann haben wir es ja immerhin auch. Oder auch gehen wir auch nicht. Nee. Ja, bist ein paar Jahre dabei, aber dann hast du vielleicht 10 Körner durch. So, gucken wir mal eben. Holger ist auch fleißig tatsächlich. Ich glaube, er ist gerade unterwegs, jetzt gerade in dem Moment, oder? Gucken wir mal eben. Er ist unterwegs. Holger baut nämlich gerade einen neuen Tresen hier. Neuen Tresenunterbau. Komplett, damit er wieder eine ordentliche Ablage hat. Ja, weiß ich, was gerudelt hier. Aber läuft. Ja, was mache ich jetzt gerade? Ich wollte vom Omega irgendwas gucken. Die fragen mich alle nach dem Zahnring vom Omega und ich habe auch keine Ahnung, wenn er gemacht wurde. Ich will auch keine Scheiße erzählen, deswegen gucke ich jetzt. Das ist locker der Vectra. Locker ist das der Vectra, mit dem ich heute hergefahren bin. Ja, ist der Vectra. Scheiße. 2 Stunden später, dann um Ecke 16 Uhr, ich ziehe gerade den Waschtisch über den Hof. Ach so, dann kann ich auch so rollen. Ah nee, der rollt vorne gar nicht mehr. Geht die Bremse los? Nee, das ist ein Arsch. Ach scheiße, ich muss ihn vorne anheben, Alter. Oh, Alter. Oh. Junge. Ich muss in die neue Werkstatt. Da steht er besser als hier, wo er vorher gestanden hat. Läuft bei mir. Also langsam. Für in der Werkstatt, ne? Ja, das sind Spezialwerkzeuge hier. Presse, alles was geht, kennen wir gar nicht. Ja, das ist ein Ziehbesen, Hanna, so kommst du nicht gefähig mit dem Ding. Ich musste ziehen. Nee. Guck mal hier, so musst du nehmen. Pass auf, guck hier. Ja? Oh? Ja, hat schießen ein Nachteil, das stimmt. Staub läuft ja auch. Verbrannt man das mal an. So, noch ein paar große Schritte später. Ihr seht, es ist eigentlich alles zusammengebaut jetzt. Alle Geräte sind da. Der Werkzeugwagen ist hier. Werkbänke sind aufgebaut. Das Schweißgerät steht hier bereit. Das ist aber noch ohne Gas. Ich nehme das alte Schweißgerät bei mir rüber, sozusagen. So, wir jetzt machen jetzt bei mir ist immer eine Projektbude, also wie so eine Hobbybude. Das heißt, hier wird jetzt das professionelle Zeug gemacht von Gordon. Und ja, ich mische natürlich hier auch mit, ne? Wenn es professionell ist, man zwar da vorne, aber wisst ihr doch. Ja, aber jetzt ist alles da. Guck mal, eine Presse haben wir jetzt. Ne? Sandstrahlkabine ist auch angeschlossen, nur noch kein Sand. Das müssen wir noch holen. Passt auch, ist auch vollständig alles, haben wir Schwein gehabt. Das wird schon mal sehr geil. Wir haben dann jetzt, eigentlich haben wir ja alles. Also alles, was du so brauchst. Ein bisschen Kleinkram müssen wir einfach gucken. Wir haben noch keine hier. Der gute Werkzeugwagen, falls ihr mal kaufen solltet, ne? Wenn man Gordon abgeschlossen. Er hat keinen Bock, dass Harry dabei geht und so. Er hat gesagt, wir machen jetzt zu, das ist das Gute, sagt er. Naja, auf jeden Fall ist das so, dass hier in diesen Kästen hier ist alles drin. Nur halt kein Knarrenkasten. Das ist ein bisschen doof. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch einen Knarrenkasten dazu packen hier. Und ein bisschen hin und her sortieren das Werkzeug, dass Gordon halt alles das hat, was er braucht, ne? Damit das Ding schon mal einsatzbereit ist. Meine Bude kann ich mir so zusammenzimmern, wie ich Bock habe jetzt, die andere da. Ja, total geil. Und nochmal danke, ne, an Tesma, ne, und auch an Güte. Ne? Das ist ja nicht selbstverständlich, dass wir solche Dinger da hingekriegt haben. Aber selbstverständlich ist was anderes. Ne? Schon krass geworden, oder nicht? Die Bude jetzt. Ja. Haut alles um. Jo, wir sortieren gleich hin und her, was du noch brauchst. Was du nicht brauchst, was rüberkommt. Kriegen wir schon alles noch hin. Ja, jetzt kommt nämlich das Problem, dass wir müssen das Werkzeug jetzt aufteilen, dass ich vollständig arbeiten kann und er auch. Natürlich kriegt er das bessere Zeug, weil er die wichtigeren Arbeiten macht. Jetzt fängt der Stress an, jetzt hauen wir uns gleich. Gleich kommen die Live-Schlägereien im Video. Immer in die Fresse rein. Immer drauf. Ja, wir gucken gleich mal. Wir müssen mal drüben nochmal gucken. Gordon, das brauchst du doch dann sicherlich, ne? Du kannst ja den hier. Nimmst du den großen oder kleinen oder den kleinen Tester mit? Und ich behalte den großen Tester hier. Ja, ja. Mit dem großen Tester bin ich ein bisschen geübter.
dass wir uns so alles aufteilen. Da muss man nicht mal hin und her rennen. Das haben wir mal Werkzeug, was in verschiedenen Werkstätten ist. Und die Werkstatt hinten, die jetzt hinter hier Pikachu ist, und hat irgendwas Trabi, da können wir jetzt ja auflösen. Da können wir, ja, das Meisterzeug von hertüdeln. Ja. Das noch, die besten Klankästen sind auch da tatsächlich. Ja. Deswegen machen wir das schon irgendwie. Das Flacheisenmaterial braucht es drüben? Ja, ist drüben besser, ne? Für den Kronweg und da schweißen wir alles drüben ein, würde ich sagen. Ja, und sonst, jetzt habe ich hier noch einen Werkzeugschrank hingepackt, weil ich kann jetzt mit der ganzen Maschine auch abschließen. Vielleicht ganz gut. Weil ja, kriegen wir uns tatsächlich ganz oft Beine, solche Sachen. Und so haben die Beine halt selten. Also ich habe auch eine Gütesache hier, den Güteschrank. Mal gucken, wir können noch ein bisschen mehr Beine dazu. Ich kann ja mal fragen, aber erst müssen wir uns als Partner für die ein bisschen lohnen. Das macht doch keinen Sinn. Das sind ein, zwei Werkbänke, wären auch noch ganz cool hier. Aber das ist später. Ich habe hier eine alte Schlachterwerkbank, die ist super. Und Schraubstock brauchst du noch, Gordon. Haben wir drüben noch einen stehen? Ein Schraubstock ist wichtig, den brauchst du auf jeden Fall. Ohne Schraubstock. Weißt du, was mir auch gefällt, was ich auch nicht habe? Hm? So ein Schraubstock, also ein Werkbank mit Metall. Hast du mal geguckt, wie weich die ist? Die ist weich, ja? Also mit dem Finger. Da kannst du aber was umbauen. Da kannst du ja eine Metallplatte oder eine Stütze unter. Zwei Stützen, das ist genauso stabil. Was für Stützen? Wie bei der Holzplatte da. Wenn du da jetzt Holzstützen unterpackst, dann ist es auch stabil. Dann wippt die nicht mehr. Das ist ja hier, guck mal, wenn du jetzt mit der hier arbeitest, siehst du ja hier, hier ist ein Träger komplett unter. Ja, ihr braucht die drüben auch. Metall zum Arbeiten, weißt du? Metall, ja. Zum Schweißen, so besser arbeiten können. Ja, ja. Können wir nicht Metall irgendwo noch auftreiben? Halt so, können wir nicht unsere Werkbank umbauen da hinten noch? Ja, irgendwie so. Das machen wir. Wir bauen es hier selber. Genau. Das kriegen wir schon hin. Brauchen wir sowas nicht. Das machen wir selber. Ja, da müssen wir uns aufteilen. Lappen brauche ich ja auch. Was machen wir mit diesen ganzen Dingern hier? Die packen wir erstmal auf den Boden. Die kann ich, weil ich kann ja am Montag den ganzen Kram hier noch umsortieren. Weißt du, was ich meine? Bei mir ist das nicht so wichtig. Du musst ja den Autohandel betüdeln. Genau, erstmal auf dem Boden. Alles andere sortiert sich zurecht. Ja, passt mir, das ist meine Größe. Was du? Kannst du eben hin in die andere Werkstatt fahren, was du verbrauchen kannst, Alter? Du brauchst auf jeden Fall brauchst du. Willst du den Rollwagen haben von der anderen Werkstatt, den Metallrollwagen? Der wäre doch eine Idee. Ich hab doch den Metallrollwagen drin. Der wäre die beste Idee. Der kann alles. Einfach die rollbare Werkbank. Du meinst, wo Ding draufsteht? Hä? Du meinst, wo Laden sind? Ja. Nee, hier die Rollende. Die Rollwagen da. Ja. Ja, ich arbeite ja nicht mehr hier jetzt. Jetzt ist vorbei. Das ist natürlich cool. Das ist für die Motorradgeschichten und so, reicht das. Dann nimm doch einfach den mit. Dann sortieren wir die ganzen Fleckscheiben hier in die Schränke alle ein. Dann müssen wir nur gucken, dass wir Pikachu da vorkriegen, weil Pikachu hat da kein Rad dran. Du musst einen Wagenheber untermachen. Ein bisschen vorschieben. Dann geht das. Warte, was brauchst du noch, Gordon? Warte, bevor du jetzt wieder wegrennst. Das erstmal noch im Plan machen. Ja. Du brauchst einen Maul-Ring-Schlüsselsatz. Ja. Ne? Wir müssen mal gucken. Nimm erstmal die da hinten mit, die wir da liegen haben. Den Komplettsatz. Du musst aber eben kurz gucken. Zwei, drei davon waren ausgeschlagen. Weißt du das noch von früher? Ja, genau. Aber das können wir mit den anderen Werkzeugsätzen mal nachholen. Wir haben noch ein bisschen mehr davon. Ja, ist ein bisschen vollgetüdelt gerade hier. Man kennt ihn. Ne? Der Satz ist, ich habe noch mal was zugepackt sogar. Der ist sogar vollständig. Den kannst du ja eigentlich aufhängen in den Schrank. Müssen wir gucken, was ausgeschlagen davon war. Wenn nicht, haben wir noch andere Kisten mit dem Zeug. Der Planenkasten würde ich auch sagen, nimmst du mit. Den da. Weil der hat gute Nüsse dabei. Das sind die stabilen Nüsse. Hast du so einen Klankasten drüben? Klankasten ist dabei. Ach, stimmt, ist er ja drin, ne? Genau. Klankasten war nur Mauerring zusammen gefehlt, ne? Ja. Genau. Ja. Hier packen wir einen Einkaufswagen rein. Gib mir mal. Geht? Okay. Aha. So, Problem Metalltisch und Werkbank. Hier und Schraubstock haben wir mal eben gelöst. Mal eben auf schnell. Läuft. Warte. Jo, pass. Ich hab schon so lange den Tisch, ne? So, Freunde. Das ist das Finale jetzt für die Werkstatt tatsächlich. Dann lasst ihr das Ding im Einsatz. Ist wirklich so. Also die Werkstatt ist fertig. Ihr seht hier, so arbeiten wir jetzt hier. Oder halt Gordon arbeitet hier. Ja, gut, ich arbeite ja auch hier. Ne? Das ist also hauptsächlich ist Gordons Werkstatt. Ich nehme drüben die alte. Weil ich sehe immer so, der Mann, der das meiste Geld hier verdient.
mit hier Arbeit und Fahrzeuginstandsetzung soll auch die bessere Werkstatt haben, ne? Ist so, in meinen Augen. Und das sehe ich, glaube ich, gar nicht mal so falsch. Also, was haben wir denn jetzt überhaupt hier in Ausstand? Nochmal eben zusammengefasst. Ja, erstmal danke an Firma Güde und auch an Hasi Tesma. Ja, Tesma und so verlinke ich euch demnächst, wenn er seinen ganzen Laden da fertig hat. Gordon packt gerade den Werkzeugwagen aus. Der ist schon obergeil. Da ist alles dabei, ne? Alles. Hier ist Kleinvieh, außer Maulringsatz. Ich wusste, dass der kommt. Ich hab nichts gesagt. Man kennt ihn. Aber hätte ich. Hättest du, 100% hättest du das. Ist das ein Träumchen, Alter. Aber das ist trotzdem... Wir sind doch ehrlich. Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich auch, ich bin auch voll geflasht. Dann noch die neue Arbeiter-Motten von Tilo, die uns hier Themen hat. Ja, weißt du, was ich meine? Jetzt hast du eine edle Werkstatt gekriegt mit Einzig und Zack und neue Arbeitsklamotten. Geiler geht das nicht. Da fehlt noch eine Lohnerhöhung oder das. Was? was willst du machen? So ist unser Leben. Ich hab die da hingestellt, weil ich eigentlich ganz geil. Steht auf der Ecke einfach, genau auf der Ecke. Dann die so aus, dann muss die so. Ja, genau. Also, wenn ihr jetzt so seht, der die Bühne steht, ist voll einsatzbereit. Ne? Dann seht ihr hier, wir haben Luft gelegt, der Kompressor steht jetzt einsatzbereit. Eine Leiter haben wir, falls wir mal noch aufs Dach steigen müssen. Naja gut, steht erstmal hier. Scheißegal. Ne? Sonst haben wir jetzt, Werkbank haben wir am Start. Sonst, da kommt noch viel mehr Kram noch rein. Werkzeugwagen. Bis wir hier erstmal so richtig, so, weißt du, das ist alles auch. Aber man so sagen kann, also Güte ist ja bei uns schon mal vorher gewesen. Ne? So ein Gütegerät. Das ist auch Güte, ne? Das ist Güte. Auch der Kompressor, der kleine, den wir haben vorne hier an der Werkstatt, auch ein guter Kompressor. Also ich kann ganz klar sagen, das Schweißgerät ist super. Super. Ich bin gespannt, wie das ist tatsächlich. Ne? Das sieht auch gut sein. Weil das sieht nämlich, das sieht sehr klein aus tatsächlich, aber das, ich glaube, da kannst du das, was du immer machen wolltest, diese Ampere-Stufen runtersetzen. Noch ein bisschen weniger als das. Mir reicht das, ich kann eh nicht schweißen, ich habe mich damit eingefuchst. Nee. Hat mehrere Funktionen, du kannst auch Elektrode schweißen mit dem Ding und so, ja. Ne? Ja, aber kein Wick. Ich sehe kein Wick-Dings. Da kann alles. Nee. Kannst. Ja, hier, nee. Hier das, steht aber auch Wick. Das musst du hier, das musst du aber hier anklemmen. Aber das Wick-Dings musst du hier anklemmen und er hängt auf der anderen Seite. Nee, das ist das Stromkabel. Okay, müssen wir mal gucken. Weiß ich nicht, Pistole für mich, die fehlt. Weil das, wer war das? Ich habe das gerade schon gehorchen, gehört, ich habe das Beben gespürt. Ne? Mhm. Genau. Das ist der Tag. Nee, das Ding ist. Das ist Zubehör. Zubehör drin. Muss mal gucken, wo es einlagern, dann bin ich doch dazu geklemmt erstmal. Gott, ich habe das zusammengebaut, das hält. Geil, ne? Bin ich voll stolz drauf. Bin gespannt, wie das schweißt. Das sind wir die Tage her. Sonst hier haben wir jetzt, man kennt ihn, Werkzeugschrank. Hier, Ölschrank. Das ist ein spezieller Ölschrank, den kannst du dafür nehmen. Da kannst du es auch so zugelassen lagern, sogar als Gewerbetreibender. Ne? Motorkran ist klar. Hier, das hier Pressending, 20 Tonnen. Das Ding ist jetzt vollständig, habe ich schon dreimal gesagt, ich weiß. Also, komm, wir jetzt machen, müssen wir auch Sand besorgen. Wenn wir Sand haben, kommen wir auf Sandstrahlen. Alter, Sand. Wir und Sandstrahlen, ne? Weißt du? Das bin ich auch gespannt. Da bin ich, Gordon. Da bin ich gespannt drauf. Auch ganz hart. Wie das so ballert. Ja, ich auch. Aber wirklich, ich auch. Da haben wir ein Vergleichsding zu. Weil das sieht ja extrem wichtig aus, so, ne? Ja, wir haben doch unsere Würth Powerbank, weißt du, die kostet 700 Flocken neu. Das sehen wir mal im Vergleich mit dem, bin ich sehr gespannt. Überleg mal, ne? Das ist schon krass. Aber es ist auch viel der Name, der den bezahlt. Ne? Ja. Ist viel der Name. Das Ding ist so gut. Aber krass. Also würde ich mal sagen, das war's mit dem Video, ne? Da seht ihr den ganzen Kran jetzt im Einsatz, wir haben noch ein paar gute Luftgeräte dabei, wir haben Akkugeräte. Hier, wir haben hier eine Akkubatterie haben wir hier stehen. Ich bin gespannt, wie der Akkuschlagschrauber und so auch ist und so was, ne? Bin ich voll gespannt. Das finde ich sehr lustig. Testen wir alles durch. Gut, dann nochmal danke an alle und auch danke allgemein für euren Support. Und nochmal danke an alle, die hier auch geholfen haben. Weil das hätten wir alleine lebend nicht geschafft. Voll geil, ehrlich. Ne? Jetzt haben wir eine Bude hier, eine ganz, richtige ganz Bude. Ganz liebes Dankeschön, echt. Deswegen, ich muss mich bei allem, mein Akku ist mich gleich leer. In dem Sinne, haut rein.